Hallo, liebe Freunde der Zahltagstrategie. Da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ja, ich wurde in einer E-Mail gefragt, wie schaffen es eigentlich Unternehmen in der Krise trotzdem ihre Dividende zu erhöhen und in der David-Fish-Liste beispielsweise als Dividenden-Champion zu überleben. Nun, die David-Fish-Liste haben wir ja schon besprochen und ich möchte zunächst einmal mit einem Mythos aufräumen. Ein Dividenden-Champion ist nicht ein Unternehmen, das mindestens 25 Jahre in Folge die Dividenden immer erhöht hat, sondern es ist ein Unternehmen, das mindestens 25 Jahre in Folge erhöhte Dividenden gezahlt hat. Und das ist ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied, der uns zu der Ausgangsfrage zurückführt. Ich will das mal hier an einem Beispiel ganz deutlich machen, was gemeint ist und wie tricky manche Buchhalter auch in den amerikanischen Unternehmen vorgehen, um einfach in dieser Champions-Liste drin zu bleiben. Warum ist das so wichtig? Das ist für die Unternehmen wichtig, weil sie damit auf der Liste von institutionellen Investoren bei den vertrauenswürdigen Unternehmen ganz oben stehen und sie beispielsweise Plätze bekommen in Pensionsfonds, in Versicherungen, weil sie als stabiler und verlässlicher Dividendenzahler bekannt sind. Nehmen wir mal ein Beispiel Chevron. Jeder weiß, dass die Ölindustrie in Amerika in den letzten 3 Jahren mächtig unter die Räder gekommen ist. Der Ölpreis von $110 bis auf $24 gefallen ist. Und trotzdem gibt es einige Unternehmen, die nach wie vor die Dividende jedes Jahr gesteigert haben, und zwar die gezahlte Dividende. Schauen wir uns mal den Dividendenkalender von Chevron an. Wir sehen hier, dass im Jahre 2013 eine Dividende von $3,90 ausgeschüttet wurde. Wir sehen, dass es im Jahre 2014 im Juni die letzte Dividendenerhöhung gegeben hat, von $1 auf $1,07, bevor dann 10 Quartale in Folge gar nichts passierte. Das heißt, im Jahre 2015 hat Chevron die Dividende nicht angehoben. Erst im Jahre 2016, und zwar mit der Dezember-Dividende, wurde ein einziger Cent obendrauf gelegt. Und was war die Folge? Wir haben jetzt auf diesem Ausdruck, sieht man das sehr schön, 4 Jahre hintereinander steigende gezahlte Dividenden. $3,90, $4,21, $4,28 und im letzten Jahr waren es $4,29. Und das, obwohl die Geschäftsergebnisse von Chevron alles andere als überzeugend waren. Wie hat man das gemacht? Durch das viermalige Auszahlen der Dividenden, nämlich jedes Quartal einmal, wird eben sichergestellt, dass beispielsweise im Jahr 2014 durch 3-mal Zahlung von $1,07 und 1-mal Zahlung von $1, nämlich in der März-Dividende, die Dividende $4,21 beträgt. Und jetzt zahlt man einfach im Folgejahr 4-mal die höhere Dividende von $1,07, dann kommt man auf $4,28. Und im Jahr 2016 zahlt man noch 3-mal $1,07 und erst im Dezember hebt man die Dividende um 1 Cent an. Damit ist man bei $4,29 und Chevron hat sich den Titel in oder den Verbleib in der Liste der Dividenden-Champions bei David Fish mit 1 Cent erkauft. Das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man Dividendensteigerungen sich anschaut. Es gibt auch gegenteilige Beispiele. Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass umstrukturierende Unternehmen so viel Wert auf Shareholder-Friendliness legen, also auf die Freundlichkeit, die Würdigung des Aktionärs. Gegenbeispiele wären beispielsweise Intel oder General Electric. Intel hat ja den Mobilmarkt komplett verschlafen mit den Chips und ist daraufhin aus der David-Fish-Liste ausgeschieden. General Electric hat ebenfalls die Dividenden lange Zeit nicht erhöht nach der Finanzkrise 2015. Ich habe die Aktie daraufhin auch verkauft. Erst jetzt denkt man wieder darüber nach, die Dividende weiter zu erhöhen. Und jetzt fängt man natürlich bei Null an. Das heißt, man muss jetzt erstmal wieder 5 Jahre lang die Dividenden jedes Jahr steigern, um überhaupt Dividenden-Challenger zu werden. Und weil es hier eben nur
schrittweise in die Liste reingeht, aber eben man ganz rapide und konsequent rausfliegt, wenn man eben nicht jedes Jahr höhere Dividenden zahlt. Das heißt eben nicht, dass man sie jedes Jahr erhöhen muss, aber man muss mehr zahlen. Wenn das also nicht mehr gewährleistet ist, ist man weg vom Fenster und fängt wieder bei Null an. Also, wenn ihr Dividendensteigerungsanalysen macht, schaut bitte genau hin, was ihr da für ein Unternehmen vor euch habt. Dividendensteigerungen von Jahr zu Jahr beziehen sich immer auf die Auszahlung, nicht unbedingt darauf, dass man die Dividende jedes Jahr steigern muss. Es reicht faktisch auch jedes zweite Jahr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Passt auf eure Dividenden auf, euer Nils Gajowi.